Bestimme den Abstand zwischen Punkt A und allen drei Seiten des Dreiecks. Also wir haben hier Punkt A, das ist das Rote, was wir hier markiert haben, auch mit dem X. Und das muss aber kein X sein, kann auch ein Punkt sein. Und wir haben hier die Seitenlängen eines Dreiecks A, B und C. Man bestimmt den Abstand eines Punktes zu einer Seitenlänge des Dreiecks, indem man ein Lot fällt, eben von diesem Punkt auf die Seiten des Dreiecks. Also müssen das Strecken sein, so wie diese hier, hier jetzt einzeichne, die eben mit dieser Strecke und dieser Seitenlänge B zum Beispiel einen rechten Winkel, also 90 Grad hier ergeben. Oder hier eben runter auf A, du musst dir das natürlich jetzt nochmal gerade vorstellen, und dann auch hier wieder einen rechten Winkel. Oder hier eine sehr kurze Strecke, aber trotzdem ein rechter Winkel. Unsere Aufgabe 2 ist jetzt, bestimme den Abstand des Punktes A zu allen drei Seiten des Dreiecks. Naja, es ist im Grunde genau dasselbe Problem wie in unserem ersten Video hier oben schon, also in der ersten Aufgabe. Wir müssen jetzt erstmal ein Lot, also im Grunde eine Senkrechte von diesem Punkt A, auf alle diese Geraden fällen. Gut, fangen wir mal an mit A auf A. Du siehst schon, das Problem ist, dass hier die Kanten, die Seiten dieses Dreiecks sehr kurz sind. Und wir brauchen ja immer unsere Hilfslinie auf dem Geodreieck. Ich würde dir immer sozusagen also das Geodreieck so hinlegen, dass du am meisten von der Gerade auf dieser Hilfslinie hast. Schau mal, wenn ich das Geodreieck so lege, dann ist kaum Platz hier. Also das ist kaum die Gerade auf dieser Hilfslinie. Ich kann kaum abschätzen, ob jetzt wirklich sich hier ein rechter Winkel ergibt. Wenn ich das Geodreieck aber drehe, dann habe ich immerhin ein bisschen mehr Fläche und ich kann hier schon ganz gut entscheiden, ja, so liegt das als eben Senkrechte hier an, beziehungsweise die Gerade liegt hier auf der Hilfslinie und dann kann ich hier diesen Punkt verbinden. So, jetzt kann ich den auch gleich messen, weil eben das Geodreieck jetzt gerade so anliegt, dass hier auf diesem einen Ende dieses Lotes, also dieser Senkrechten, eben hier die Null liegt. Und jetzt sehe ich, dass es hier von 0 ungefähr bis zu 1,5 geht. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal 1,5 cm. So, das gehört jetzt hierzu. Jetzt haben wir hier auf dieser Seite C, die Strecke C, beziehungsweise die Seitenlänge C. Und wir haben hier den Punkt A. Ein sehr kurzer Abstand. Lege ich das auch so an, dass die 0 da liegt. Dann kann ich das verbinden. Und dann kann ich das ablesen. 0 bis 3 mm. Also können wir jetzt hier sagen, 0,3 cm sind das hier. Auf dieser Seite. 0,3 cm. Und jetzt müssen wir noch auf B. Und auf B, da haben wir jetzt hier unsere Möglichkeit, so ein bisschen das Geodreieck anzulegen. Hier auch das zu ziehen und das sind 0,5 cm. Du wunderst dich vielleicht, warum ich jetzt diesen eingezeichneten Strichen hier keinen Buchstaben oder sowas zuweise. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Also hier steht nicht, bilden Sie eine Strecke zwischen A und der Seitenlänge A und dem Punkt A, sondern hier steht nur, messen Sie eben den Abstand zwischen dem Punkt A und den drei Seiten des Dreiecks. Und das haben wir gemacht und den Strich, den wir jetzt hier eingezeichnet haben, das ist mehr so eine Hilfslinie, um hinterher diese Strecke, diesen Abstand besser messen zu können. Für sowas gibt es das Koordinatensystem. Damit kann man die Lage von Punkten genau definieren. So, und jetzt das Ganze nochmal in etwas größer. Also, hier nochmal die Rechtsachse, die wir eben auch als X-Achse bezeichnen oder eben als Abszisse. Die Hochachse, die wir auch als Y-Achse bezeichnen.